Ja, hier ist wieder der Testmittel von YouTube. Heute wollte ich mal für die Freunde des Fußsports ein paar Lauflichter vorstellen. Ja, ich denke mal, diese Dinger, die kennt jeder. Das sind so Klettbänder. Die haben dann so ganz schwache, blindende LEDs. Taugen nicht viel, kosten auch nicht viel. Braucht man nicht. Interessanter sind halt diese kleinen Fußklemmen hier, die reflektieren ein bisschen, leuchten ein bisschen im Dunkeln, kann man nehmen. Für kleines Geld gibt es zum Beispiel, glaube ich, beim Fahrrad Franz habe ich das Ding gekauft, diesen Plinky hier. Der hat hier hinten so eine Klemme, die kann man sich dann in die Hose stecken. Kosten, glaube ich, ungefähr 1 Euro. Plinkeneimer und Dauerleuchten. Nicht verkehrt. Aber wir haben noch bessere Sachen. Fangen wir mal an. Das hier ist ein Smart Rücklicht. Das hat hier hinten eine Klemme. Die kann man prima in die Mütze einklemmen, also in die Laufmütze oder halt hinten in die Hose. Zwei Funktionen. Also man mal gucken, drückt hier unten drauf. Dann blinkt es. Oder man drückt nochmal drauf und hat dann ein Dauerleuchten. Da kommen dann zwei Batterien hier rein. Kostenpunkt um die 12 bis 13 Euro. Kann man sich bei Amazon bestellen oder müsste es auch im Fahrradfranz geben. Ja, und für vorne festzumachen, habe ich mir ein Cat Eye Loop gekauft. Das ist dieses kleine Lichtchen hier. Hier hinten kommen die Batterien rein. Wenn man hier vorne drauf drückt, hat man ein Dauerleuchten oder ein Blinken. Kostenpunkt um die 10 Euro, Fahrrad Franz oder Amazon mal schauen. Die werden geliefert mit einer Gummischlaufe. Diese geht dann hier an der Seite durch. Also einmal so hoch und dann hier hinten wieder rein. Kann man nicht wirklich gut befestigen an der Kleidung, also an der Laufkleidung. Da habe ich schon was gebastelt. Das ist so ein Ausweismäppchen. Da habe ich halt dann die Klemme abgemacht, wie man hier sieht. Und habe diese mittels einer Schraube einfach in das Gummi reingebohrt. Zeige ich nachher auch nochmal, wie das geht. Hier mache ich schnell noch eine zweite dran. Und dann kann man die super an der Kleidung nachher befestigen. Einmal oben und einmal unten. Und dann ist die gerade und wackelt nicht hin und her. Ich habe das getestet mit einer Klemme, aber dann wackelt die ganze Zeit beim Laufen das Lichtchen halt hin und her oder kann verwackeln. Ja, und dann gibt es halt noch eine Warnweste oder Laufweste. Die kann man auch noch anziehen und so sollte man dann super gut gesehen werden. Na, das ist ein bisschen schwer, aber es geht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich da reinballere. Ich denke mal hier ungefähr. Das tue ich mir gerade erstmal ein bisschen drücken. Genau, so. Und dann muss ich das ein bisschen vorbohren. Gucken, ob ich das hinbekomme. So einfach. So, jetzt haben wir es vorgebohrt. Und dann kann man das nämlich prima einsetzen. So, jetzt kann man schon fast mit der Hand ein Stück reindrehen. Genau. So, jetzt müssen wir halt ein bisschen mehr noch machen.
und das war es schon gewesen. Mal gerade ausmachen hier. So. Ja, und jetzt kann man die prima an der Kleidung befestigen. Hier ist jetzt meine Laufjacke. Hier zeige ich mal gerade, wie man die befestigt. Einmal so. Ja, ist jetzt ein bisschen schwierig zu greifen. Und einmal so. Und ja, das war es dann schon gewesen. Also man kann es schöner machen, das ist halt nur so ein Vorführeffekt jetzt. Und dann kann man es auch wieder schnell abmachen. Also man kann das Lichtchen ja einmal, wenn dieser hier so runter guckt und der guckt nach oben, so befestigen und dann runterklappen. Einmal hier und einmal da. Dann hat man es so festgemacht. Oder, wie ich es immer mache, ich mache zum Beispiel den hier in die Richtung und mache es dann, gucken, ob es hinhaut, so fest, genau. Und den anderen hier, den mache ich jetzt in die Richtung. Muss man gerade nochmal hier ein bisschen holen. Und mache es dann so fest. Ja, und jetzt ist es fest. Und man kann prima mit laufen gehen. So, und so sieht es dann aus. Bei der Laufhose wird das einfach, wenn man sie angezogen hat, hinten reingesteckt und dann sieht das nachher so aus. Wenn das T-Shirt drin ist, sieht man das, ja, Rücklicht, sage ich mal, ziemlich gut. Bei einer Laufmütze ist es noch einfacher. So, macht das Licht einfach an. Dann steckt man das hier hinten dran, macht es ein bisschen mittig. Ja, und dann wird die Mütze einfach aufgezogen. So, ich habe noch eine Möglichkeit gefunden, das kleine Lichtchen hier auch am Rücken zu befestigen. Wir hatten ja einmal oben an der Mütze und einmal hinten im Hosenbund drin. Wenn man es nur im Hosenbund drin hat, dann kann es sein, dass man es auch verliert. Jetzt habe ich hier zum Beispiel mal, das ist ein Brustgurt von der Pulsuhr zum Laufen. Also wenn man den jetzt quasi, das ist nur mal ein Beispiel, so rum, jetzt so festmachen würde am Körper, könnte man hier hinten theoretisch das Licht einhaken und das wäre dann so am Rücken dann befestigt. Wenn man keinen Brustgurt hat, ausmachen hier, könnte man sich auch so ein Gummiband hier holen. Und das dann einfach zusammennähen und dann kann man es auch am Oberkörper befestigen. Somit könnte man gleichzeitig eigentlich das Rücklicht hinten festmachen. Und das hier, das ist ja normal jetzt hier zum Klemmen an der Kleidung, könnte man vorne befestigen, weil wenn man das im Originalen kauft, dann sind hier an der Seite sind so zwei kleine Schlaufen durch. Zeige ich jetzt gerade mal ein Bild. Und diese beiden kleinen Schlaufen, die könnte man dann rein theoretisch so mit dem Gummiband befestigen. Ja, und dann einmal um den Körper rumwickeln und hinten das Rücklicht dran. Ja, und somit kann man dann vorne und hinten sich beim Laufen bemerkbar machen. Ja, einmal hoch, du bist da oben hin zu dem Auto, ein bisschen dahinter noch und dann wieder zurück.
Ja, hier bin ich bis da hinten zu den Bäumen gelaufen und dann wieder zurück. Sind gut, ja, 200 Meter würde ich mal sagen. Bin ich dann hier runter bis da hinten hin und zurückgelaufen. Für mich sind das derzeit eine der besten Lichter, die es zum Laufen gibt, also um sich bemerkbar zu machen. Kosten auch nicht viel, kann man bei Amazon bestellen oder ja, im Fahrradfranz gibt es die Lichter auch. Man kann sie nicht nur zum Laufen nehmen, man kann zum Beispiel auch von seinen Kindern an Schulranzen oder so die Sachen festmachen oder wenn man mit dem Hund laufen geht oder spazieren geht, dann kann man die Sachen auch am Hund befestigen und sieht dann, wo der Hund sich gerade befindet. Also ich finde das eine gute Sache und wer Interesse daran hat, soll sich die Sachen ruhig mal näher anschauen.